Ladies, 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 ladies and gentlemen. Jetzt spielen wir für euch das letzte Lied. Dann gehen wir von der Bühne. Doch wir nehmen euch mit in die Hölle. Ah, oder vielleicht bleibt ihr auch einfach hier stehen. Und wenn ihr dann ein bisschen klatscht, gibt es vielleicht ein Wiedersehen. Ärzte spielen bis zum Orgasmus, aber irgendwann ist nun mal Schluss. Und zwar jetzt das letzte Lied! Du meinst, die Ärzte spielen mit steifem Glied, aber jetzt kommt das letzte Lied. Hey, die Ärzte beweisen Mut, das letzte Lied ist wirklich gut. Berlin, habt ihr uns verstanden? Haben wir was mit der Aussprache oder was? Ihr könnt euch doch alle später beschweren. Erstmal wollen wir uns doch mal das letzte Lied anhören. Und ich sag erstmal voraus, dann gibt's viel Applaus und vielleicht kommen wir ja dann nochmal raus. Und wer sich beschwert, ist eine Küchenschabe und ruft später dann Zugabe. Na, einfacher können wir es wirklich nicht machen. Wir sind die Ärzte und wir haben gut Lachen. Mit uns kommt sowieso keiner mit, denn wir sind die Ärzte und sind fit im Schritt. Wir sind fit im Schritt, habe ich gehört. Fit im Schritt. Schritt. Berlin, und weil wir fit im Schritt sind, jetzt wirklich das letzte Lied. Mir juckt die Poperze, mir dröhnt die Omme, also Bela, fang jetzt an zu trommeln. Von dir lass ich mir ja nichts sagen, du könntest ruhig mal höflicher fragen. Lieber Bela, bitte, bitte, fange mit dem letzten Lied an, sonst wächst mir eine Titte. Das will ich sehen. Wenn ich's länger rauszögern kann, Mensch, dann wachsen hier vielleicht zwei Titten, Mann! Bela, das wäre für dich ein ziemliches Glück, dann kommst du heute Abend wieder zu einem Tittenfick. Es ist genau 1 Uhr, wie jeder sieht, und darum spielen wir jetzt das letzte Lied. Das letzte Lied, wir haben nicht mehr so viel Zeit, und Bela braucht endlich ein Hochzeitskleid, weil morgen wollen wir uns endlich trauen. Andererseits würd ich dich jetzt lieber verhauen. Das letzte Lied, mir zuckt schon Blut in mein Glied. Das letzte Lied, bevor uns hier wirklich keiner mehr wieder sieht. Schade. Und jetzt passiert, was euch recht geschieht. Jetzt spielen wir das letzte Lied. Ihr dachtet, dass dieser Kelch an euch vorüberzieht. Doch weit gefehlt, wir spielen jetzt unser letztes Lied. Die Mädchen machen sich die Nippel hart, die Jungs reiben sich am Glied. Die können nach Hause jetzt, dann kommt das letzte Lied. Eine Tatsache, die sich nicht ändern lässt, außer eventuell mit ein bisschen Protest.
Die einen drehen noch einen, die anderen rauchen einen Bon. Denn jetzt spielen die Ärzte den letzten Song. Wollt ihr die Bühne nochmal in eine Bühne mit den Ärzten drauf verwandeln? Dann können wir eventuell nach dem nun folgenden Lied über eine Zugabe verhandeln. Mit der Zugabe sieht es gar nicht mal so übel aus. Hauptsache ihr zahlt in eurer Währung und diese Währung wäre Applaus. Es ist keine Überraschung, weil der Rott es schon verriet. Wir spielen jetzt das letzte Lied. Das letzte Lied ist hier ziemlich unbeliebt. Doch es ist gut, dass es ein letztes Lied gibt. Für ältere Herren, wie wir nur einmal sind, ist das letzte Lied die Rettung in den Backstage-Bereich. Schöner Hallen hier. Ja, nenn mich Campino. Okay, jetzt bin ich dran. Es gibt kein Niveau, was ich nicht unterbiet. Wir spielen jetzt nämlich das letzte Lied. Du sagst auch Pimmel, du sagst nie Glied, ganz egal. Wir spielen das letzte Lied. Oh, das letzte Lied. Das letzte Lied. Das letzte Lied. Das letzte Lied, Baby. Doch eines gibt es, was mich wirklich interessiert. Warum diese komische Ansage immer zum Blues mutiert? Wir sind halt schon älter. Wir kommen aus den 30ern. Oder wie hieß das Jahrhundert, in dem wir geboren wurden? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Egal, das letzte Lied kommt jetzt und ich hoffe, dass es euch gefällt. Und wenn nicht, ist auch egal, denn die haben ja schon ein Bier bestellt. Dankeschön! Die Zeit rennt schnell und ehe man sich's versieht, spielen die Ärzte schon ihr letztes Lied. Wir sind zwar alt, wir können nichts dafür, doch das letzte Lied steht jetzt vor der Tür. Du bist zwar Anti-Alkoholiker, aber glaube mir, das letzte Lied, das ist jetzt auch dein Bier. Ah, kam gut an, oder? So ein bisschen. Muss es sein? Ja, es muss sein. Das letzte Lied muss jetzt sein. Mensch, People, jetzt hört doch mal zu. Wer was dagegen hat, der schreit jetzt Buh. Bela wollte sagen, Buh bedeutet Zustimmung dafür, dass wir jetzt das letzte Lied spielen. Und euer Buhn ist uns egal. Das Einzige, was uns interessiert, ist Togal. Was? Ist Togal? Ah! Hey, hey! Was soll das denn? Ist ja ein ganz falsches Lied. Ist ja gar nicht dran. Was soll das denn? Überhaupt nicht dran. Applaus für Alzheimer U. Ihr habt schon drüber gelesen, ihr habt schon viel von gehört. Es ist wahr. Bela und Rott sind angepisst, weil das letzte Lied ein ganz anderes ist. Viele von euch haben vielleicht Angst davor, alt zu werden, weil sie glauben, dass die Alzheimer-Krankheit einen vielleicht sozial isoliert. Ja, entschuldigen Sie, aber ich meine, hier sind über 10.000 Leute, die ihm zujubeln. Und er fragt sich jeden Abend, wer sind. Ich weiß, wer das ist. Meine Freunde sind homosexuell, meine Freunde. Sind alle kriminell, juhu! Sie ficken sich ganz einfach so gegenseitig in den Boden, das macht ihnen auch noch Spaß. Galama, Galama, Burlet City, Burlet City.